Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der das Jahr wendet und der unser Herz wendet zu ihm hin, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Johannesgemeinde, besonders auch liebe Schützen und alle, die jetzt vielleicht in diesen Tagen Johannes, den großen Heiligen, als ihren Namenspatron verehren. Schön, dass wir hier am Namenstag unserer Kirche etwas vorweggenommen und zugleich am Beginn des Sommers, am Tag nach der Nacht der Sommersonnenwende, hier uns versammeln auf der Höhe von Nidegen, auf der Höhe der Zeit. Schön, dass wir hier gemeinsam sind und dem begegnen, auf den Johannes voller Leidenschaft gezeigt hat. Vielleicht hat Johannes Jesus nie berührt, blieb in keuscher und fast in demütiger Distanz zu und hat nur auf ihn gezeigt, nur ein Zeichen, nicht mehr. Er hat ihn nicht in den Armen gehabt wie Josef, Maria oder Antonius von Padua in der Vision. Nein, er hat ganz vorsichtig nur auf ihn hingewiesen und gesagt, der ist es, auf ihn sollte er schauen. Ich bin nur Stimme, ich bin nur ein kleines Licht. Ja, wir sind ja auch alle nur Stimme, wir können ja nicht so aus vollem singen, wir sind nur kleine Stimmen und unsere Organistin Frau Kreitz hat gerade das schöne Jahreswendlied intoniert. Das wollen wir auch in diesem Gottesdienst wieder pflegen. Johannes, der nur eine Stimme ist, mit unserer kleinen, sprechenden, summenden, brummenden Stimme verehren. Stehen wir also in dieser Zeit, die sich allmählich wieder auf Weihnachten zu vor dem, der dieser Kirche ihren Namen gab, vor dem, der auf Christus zeigt und sich selbst zurücknehmen kann. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unsern, er nehme von uns alle Sünde und Schuld, er führe uns zu Johannes und mit ihm zu Jesus Christus und schenke uns einmal die Auferstehung und das ewige Leben. Amen. Sagen Sie das Gloria. Beten wir zusammen das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters. Erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast den heiligen Johannes den Täufer berufen, das Volk des alten Bundes Christus seinem Erlöser entgegenzuführen. So schenke deiner Kirche die Freude im Heiligen Geist
und führe alle, die an dich glauben, auf dem Weg des Heiles und des Friedens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte die Verleumdung der vielen Grauen ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht bei mir wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, dass sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr, der Heerscharen, prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebotes gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen von dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zugeteilt worden. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
sollt Zeugen sein. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit spricht Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Johannesgemeinde, liebe Schützen, liebe Schwestern und Brüder, die Sie, die ihr ja zu Hause dabei seid, wenn wir hier das Geheimnis des Glaubens feiern und hoffentlich ein wenig auch der Funke des Festes überspringt auf euch, auf Sie in den Wohnzimmern oder da, wo ihr diesen Gottesdienst miterlebt. Denn dieser Gottesdienst ist bekanntlicherweise eine Art Zeitansage. Heute ist Sommerbeginn und im Internet finde ich diese Frage: Zweimal im Jahr wird die Sonne gewendet, aber von wem? Wer wendet die Sonne? Wer kriegt das hin? Wer steht hinter dieser Schwerstarbeit der Schöpfung? Wir können die Sonne nicht anhalten. Wir können auch den Lauf der Dinge und auch den Lauf der Planeten nicht beeinflussen. Das heißt, heute geschehen Dinge über unserem Kopf, die über unsere Möglichkeiten gehen. Selten beginnt der Sommer schon am 20. Juni und so war es zuletzt 1896 und in diesem Jahr. Und nicht am 21. oder am 22. Juni. An diesem Sonntag also, wo wir uns hier versammeln, ist schon Sommer. Das ist selten. Die Mittsommernacht liegt quasi hinter uns. Um 23.43 Uhr am Samstag war es soweit, der Sommerbeginn, Mittsommer, wie die Skandinavier sagen, Sonnenstillstand, sagen manche, etwas missverständlich, denn es scheint ja nur so, als käme die Sonne jetzt wie bei einer Waage zur Ruhe. Nein, sie erreicht den nördlichen Wendepunkt und klettert heute auf die höchste Mittagshöhe. Zwar ist die Erde in diesem Augenblick etwa 5 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt, als sagen wir im Winter, im Dezember, also wenn es kälter ist, und doch rückt uns spürbar heute die Sonne nahe. Es wird heiß heute. Und zugleich ein wahrhaft mystischer Tag zwischen Saat und Ernte. Das Naturjahr erreicht so langsam seinen Höhepunkt und hat den Regen der letzten Tage genießen dürfen. Heller wird es jetzt nicht mehr auf der Welt, vermutlich aber wärmer. Die Sonne ist nicht unbesiegbar, auch wenn sie heute so stark über uns aufblitzt. Sie wird zunächst ganz unmerklich schwächer und dann geht es bergab, weil wir ja wieder Weihnachten feiern wollen. Da
Das Jahr bewegt sich wieder auf die zweite Sonnenwende zu und Jesu Geburtstag ist unser Marktstein heute und auch der von Johannes dem Täufer. Unsere Pilgerreise durch die Lebenszeit geht auf ihn zu, auf diese Sonne, die nie schwächelt, die nie untergeht. Auf ihn läuft alles hinaus. Und das hat Johannes der Täufer bezeugt. Auf ihn, nicht auf mich, auf ihn läuft alles hinaus. Angesichts solcher unvorstellbaren Ereignisse, die über unseren Köpfen passieren, nämlich das Ereignis der Sonnenwende, kommen wir uns eher vor wie ein Spatz. Wie ein Spatz. Wie ein Haar in der Weltsuppe. Wie ein Stäubchen im Kosmos. Doch nicht von der Sonne spricht heute Jesus in seinem Evangelium oder den Sommervögeln, den Schwalben, die selten geworden sind, sondern von den Sperlingen, von den Spatzen, also vom Kleinen. Da ist sie also wieder, diese seltsame Vorliebe Jesu für das Winzige, für das Alltägliche. Er hat Spatzen und Haare im Blick und darin spiegelt sich für ihn Gottes Fürsorge und Gottes Vorsicht. Piepmätze also und Haare, das sind eigentlich die wertlosesten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und wie Franziskus von Assisi in seiner Vogelpredigt die Vögel ehrt, so fallen auch Jesus die Spatzen von Galiläa in den Blick. Also das Winzige, das Überschaubare, die Proletarier, könnte man sagen, unter den Vögeln. Doch gerade diese augenscheinliche Wertlosigkeit gefällt Jesus. Spätzchen, sagen wir vielleicht, und die waren vielleicht zur Zeit Jesu ein wenig größer, als sie bei uns sind, zu vermuten, die sich in Palästina besser auskennen. Und sie waren das, was in unseren Tagen momentan Thema ist, Billigfleisch. Billigfleisch. Billiges Geflügelfleisch für arme Leute braten, so hießen sie damals, diese Spätzchen. Sie wurden auf den Märkten in Zehnerbündeln verkauft. Für einen Spatz zahlte man nur ein halbes Ass. Ein Ass war eine römische Bronzemünze im Wert von etwa 1/16 Denar. Ein Denar entsprach einem Tageslohn. Wir sagen in der Übersetzung ein Pfennig, sind also noch der Euro-Einführung hinterher, trotz der Neuübersetzung. 2020 ist die Turteltaube der Vogel des Jahres. Im Jahre 2001 war es der Spatz. Und damit auch der gemeine graue Haussperling, der selten geworden ist. Es soll 7,5 Millionen davon in Deutschland noch geben, gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt. 7,5 Millionen Spatzen nur, vielleicht eine halbe Milliarde auf der Erde und ihr Körpergewicht kaum 35 Gramm. Davon wird man nicht satt. Als Getreidefresser wurden sie lange Zeit unter Mao, zum Beispiel in China, bekämpft mit Gift. Und auch wir wissen, Spatzen haben in unserer Welt keinen guten Ruf. Wir haben diese Spitzwörter im Blick, Spatzengehirn und Dreckspatz und frecher Spatz und Pfützenspringer und Rohrspatz, die vermehren sich wie Spatzen und so weiter. Jesus richtet also den Scheinwerfer auf diese unscheinbare Kreatur, weil sie damals allen vertraut war. Das waren die Straßenkinder. Das waren die Straßenkinder unter den Vögeln und sie suchen die Nähe der Menschen. Und gerade in ihrer Unscheinbarkeit und in ihrem schadenweisen Auftreten, damals zumindest in Galiläa, sind sie allgegenwärtig. Und darum trauert niemandem einem Spatz nach, wenn er auf einmal tot vom Himmel fällt. Doch dem Augenblick Gottes entgeht dieser Sturz eines Spatzen nicht. Der Spatz im freien Fall, und der wird von Gott gesehen und wahrgenommen. Das wertlose kleine Tier entgeht ihm nicht. Und ihr, die ihr hier sitzt, und ich, der ich hier spreche, wir sind mehr wert als viele Spatzen. Dieser Satz Jesu, da steckt das ganze Evangelium drin. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Ihr seid keine Masse, ihr seid kein Material, ihr seid kein Kanonenfutter, ihr seid keine bloßen Kunden und Konsumenten, ihr seid keine Artikel auf dem Jahrmarkt der Welt, die man sich möglichst gewinnbringend verkauft, ihr seid mehr wert. Wir hören das Wort aus der Wirtschaftssprache, mehr wert.
Hat der Mensch einen Mehrwert oder nur einen bestimmten Marktwert, wie vielleicht Models oder Spitzenfußballer? Das sind Menschen, die an ihren Transfersummen oder Abendgagen ablesen können, was sie noch wert sind, so gerade noch, bevor auch sie vielleicht unter Verfallsdatum leiden, wie ihr Wert dann mit der Zeit wie bei den Aktien ins Bodenlose sinkt. Trainiertes oder ästhetisch ansprechendes Menschenfleisch wäre das dann. Wird heute so gehandelt wie in der Antike die Sklaven. Wie in der Antike die Sklaven. Man kann anhand der Gehirnmasse mittels eines Rankings den Nutzen und Gebrauchswert und Handelswert der eigenen Person inzwischen durch Marktforschung ermitteln, durch Karriereberater feststellen lassen. In Sonntagsreden wird ja gerne betont, Personen haben keinen Wert, sondern eine Würde, und Würde lässt sich nicht verwerten. Doch Zyniker rechnen uns aus, wie viel Wert wir eigentlich sind, wie viel Wert alte Menschen sind oder junge Menschen sind, wie der Mensch anhand seines Gesundheitszustandes momentan und seiner Körperbestandteile wertvoll ist. Wir hören es ja manchmal, verkauft euch bloß nicht unter Wert. Bleibt im Rennen, auch nach Corona, kämpft um eure Marktanteile. Halte dich fit, flexibel, mobil, attraktiv, intelligent, athletisch. Was ist mit der Milliarde Menschen, die ihre elementaren Bedürfnisse nicht befriedigen können? Und was ist mit den Behinderten, den Kranken, den Kindern, die nichts zum Bruttosozialprodukt dieser Welt beitragen? Könnte man sagen, ihr Marktwert ist gleich null? Sind sie weniger wert als Spatzen? Was ist mit den Heranwachsenden, die man mit Wissen auffüllt, wie Container, um vielleicht dieses Humankapital, auch so ein Wort unserer Welt, gewinnbringend anzulegen? Lohnen sich nur Beziehungen, die wertsteigernd sind und mir Nutzen bringen? Und sehe ich die anderen immer nur als Konkurrenten im Kampf um eigene Marktanteile? Und darum zucke ich zusammen, wenn ich manchmal das Lob höre oder das Lob über andere spreche: Sie sind ein wertvoller Mensch. Hört man ja manchmal als Kompliment. Ein sehr seltsamer Satz, denn wer heute wertvoll ist, kann morgen eben zur Manövriermasse werden, austauschbar, unwertes Leben. Wir kennen dieses Unwort des 20. Jahrhunderts. Und darum ziehe ich Übersetzungen des heutigen Evangeliums vor, die das Wort Wert umgehen. Luther sagt: Ihr seid besser, denn viele Sperlinge. Oder Stier, der Tübinger verstorbene Alttestamentler: Mehr, denn viele Spatzen geltet ihr. Hört sich besser an als dieser Mehrwertgedanke. Die Mitfeier dieser Messe am Fest des heiligen Johannes steigert nicht meinen Marktwert vor Gott. Das Evangelium ist auch, wie ein evangelischer Tübinger Theologe, den ich sehr schätze, Eberhard Jungel, gesagt hat, eine wertlose Wahrheit. Das heißt, hier in diesem Buch steckt eine wertlose Wahrheit drin, die man nicht mit dem Bruttosozialprodukt dieser Welt verrechnen kann. Wir sind ihm lieb und teuer, auch wenn wir manchmal erfolglos sind und machtlos und tatenlos und ratlos in diesen Worten. Einige unter uns fühlen sich vielleicht so wertlos wie spottbillige Allerweltstiere und Spatzen. Unter uns sind Menschen heute, vielleicht die sagen: Ich bin ausgebrannt, total verheizt, komme ich mir vor. Opfer dieser Zeit, über die andere herfallen, wie Spatzen, die geschlagen werden von Opfern. Und denen wird gesagt: Mitten im Leben seid ihr von Gottes Blick umfangen. Gerade ihr seid kostbar in seinen Augen, ihr habt Ansehen und Würde, aber keinen Mehrwert vor ihm. Ihr seid mein Schatz. Ihr seid mein Schatz. Gott sei Dank fällt unser Kurs nicht ins Bodenlose vor Gott. Wir bleiben und werden gehalten, auch wenn wir fallen, wie die Spatzen vom Himmel. So zerkratzt wir auch sind, als Ebenbilder Gottes. Wir sind Gottes Schatz. Heute ist Sommerbeginn, liebe Schwestern und Brüder. Der Schöpfer wendet nicht nur die Sonne, er ist nicht nur für das Ganze und Große zuständig, sondern haarklein für mein Geschick, für unser Spatzenleben. Lasst euch nicht einschüchtern. Gott liebt das Detail, er liebt den Sperling, er liebt auch meine spärlich gewordenen Haare,
Ich bin von ihm umgeben, auch wenn ich falle und stürze. In der Taufe in ihn hineingetaucht, von ihm voller Würde gemacht. Diese gute Botschaft wollen wir glauben und wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. Es ist Sommer und wir sind unendlich würdevoll, unendlich kostbar in den Augen unseres Gottes. Wer auf unseren Christus schaut, der sieht sie, diese Augen, die uns jetzt verfolgen, die die ganze Aufmerksamkeit Gottes symbolisieren für dich und für mich, für den Spatz und für das Haar. Wollen wir unseren Glauben gemeinsam bekennen und feiern. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wir beten auch für unsere Verstorbenen. In dieser heiligen Messe beten wir für Eheleute Elisabeth und Georg Schäfer und verstorbene Tochter Regina, für die Verstorbenen der Familie Walbeck, für Eheleute Margarete und Theo Hallmanns, für die Verstorbenen unserer Familien, auch die Verstorbenen unserer Schützenbruderschaft. Für alle, an die wir jetzt denken und denen wir das österliche Leben zutiefst gönnen.
umgib sie mit dem Licht, das nie untergeht. Christus, hör uns. Das und so vieles Ungenannte legen wir dir, Gott, ans Herz. Weite unser Herz und lass uns erkennen, wo uns Hilfe Not tut. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in Freude legen wir unsere Gaben auf deinen Altar vor dem Geburtsfest des heiligen Vorläufers Johannes. Er hat angekündigt, dass der Erlöser kommt. Und als er gekommen war, auf ihn gezeigt, auf Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten sammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern vorwegnehmend in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem Johannes geboren wurde, der Christus voranging, um ihm den Weg zu bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn, der nach Johannes kam und Gott vor ihm war, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden seine Menschwerdung, sein heilendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Wir machen uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Täufer Johannes und seinen Eltern Elisabeth und Zacharias, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Helmut, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester, Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlöst. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinden und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wollen wir nun im Atem des Heiligen Geistes und mit den Worten Jesu das Gebet sprechen, das uns in die Nähe des Vaters bringt. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Jesus Christus, unser Friede und unsere Versöhnung, du willst deinen Weg nicht ohne uns gehen. Du suchtest in Johannes einen Wegbegleiter und einen Wegbereiter, einen, der auf dich hinweist und auf dich aufmerksam macht. So bitten wir schon nicht auf unsere Sünde, vielmehr auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen, schenke unserer Welt nach deinem Willen und unseren Familien Einheit und Frieden. Der Friede des Auferstandenen sei allezeit mit euch. So seht Jesus Christus jetzt das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Des heiligen Johannes des Täufers. Segne, bewahre euch der dreifaltige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen. Im Heiligen Bild des Heiligen werden wir Johannes.